Hallo liebe Freunde der symphonischen Blasmusik und herzlich willkommen zu einem kleinen Studio-Umbau-Update. Mich hat letztens einfach der Rappel gepackt und ich mache jetzt diese Vocal Booth fertig. Ich hatte mich ein bisschen schlau gemacht, nochmal wegen Raumisolierung, wie ich das jetzt am besten anstelle. Und die netten Leute in Gearslots, dem wunderbaren Audio Engineering Forum, haben einfach gesagt, pack einfach Gipskarton drauf und mach Masse. Also Raum in Raum, logisch, Federn. Aber pack einfach Masse drauf und mach. Also bin ich in den Baumarkt gefahren, habe einen Kumpel angerufen, hey, hast du Bock, mir ein bisschen zu helfen? Und wir haben Gipskartonwände und MDF-Platten an die Wand geschraubt. Hat ewig viel länger gedauert, als ich eigentlich gedacht hatte. Aber es war es wert. Ich nimm einfach mal mein Handy, weil es einfacher ist, das in der Hand zu halten, und führe euch einfach mal durch den Bau. Jo. Und das ist der neue Bau. Ihr seht noch einfach verkleidete Regius-Platten dran und Molton als Akustikmodule. Die sind noch nicht da. Und hier auf dem Boden meine schönen Felle, weil der Boden ist auch einfach noch der Estrich. Da fehlt noch viel, aber wenn ich jetzt hier auch reinstehe, müsstet ihr eigentlich an diesem Mikrofon schon hören, dass sich da akustisch ein bisschen was ändert. Das ist nicht perfekt. Akustikmodule kommen demnächst, die werden bald bestellt. Ich habe auch gleich noch ein paar Bilder von euch, wie es dann ausschauen wird. Und hier, ich suche gerade eine Stelle, hier sieht man das so ein bisschen, wie das alles aufgebaut ist. Wir haben, ich mache den Vorhang mal weg. Wir haben hier einen Holzrahmen. Und dieser Holzrahmen steht auf diesen schwarzen Gummis. Und da steht der drauf. Da ist Fokus. Und das auf einer Wanne, die auf diesen schwarzen Dingen hier steht. Das ist eine Wanne aus OBS-Platten mit dann Estrich ausgegossen. Und da drauf diese schwarzen Gummis und auf denen eine Holzkonstruktion. Und auf diese Holzkonstruktion ist dann doppellagig Gipskarton. Und an diesen Wänden ist dahinter eine MDF-Platte und dann eine Gipskartonplatte drauf. Und das ist auch doppellagig Gipskarton. Und diese Wand hat auch keinerlei Verbindung zur Außenwand. Ihr seht hier diese Federn. Das sind Federn, die jetzt diese beiden Innenwände einfach voneinander trennen. Das Ganze gibt es noch in der Variante an die Außenwand. Das heißt, keine dieser Rahmen hat eine Verbindung zur Wand. Ihr seht auch da oben, hier ist so ein Gummi, an dem dann die Decke hängt. Das heißt, das kann alles frei schweben. Und tatsächlich, als ich hier geschraubt habe, habe ich festgestellt, ich kann das so ein bisschen bewegen stellenweise. Also wenn man, ihr seht das jetzt nicht, aber wenn ich da richtig hart dagegen, ich krieg das so ein bisschen gewackelt. Und genau so soll es sein. So, und jetzt seht ihr hier natürlich, das ist nicht die finale Scheibe. Die ist auch nicht wirklich, wirklich dicht. Und hier fehlt auch noch eine Tür. Die kommt auch noch. Aber trotz dieser ganzen Sachen habe ich hier drin eine Isolierung zum Flur von 40 dB. Das heißt, das, was hier draußen passiert, zu dem hier drin, ist 40 dB leiser. Und das ist super ordentlich. Und alles, was jetzt noch übrig ist, kommt hier durch diese Tür. Und die ist nur deswegen in der Kabine, weil hier noch keine Tür ist, sondern nur dieser Akustikvorhang, der auch einfach seinen Job tut als Absorber für innen und außen. Da werden auch nachher Absorber hinkommen. Nächster Schritt ist, hier an die Wand 4 Absorber, hier an die Wand 4 Absorber. Dann kann hoffentlich schon eine der Decken raus. Dann werden hier in die Ecken
Absorber kommen hier oben in die, an die Decke. Das sind Absorber und Diffusoren. Link dazu habe ich noch in die Beschreibung. Und hier kommen auch noch überall Absorber hin. Das heißt, dieser Raum wird nachher laut Berechnung von Vikustik eine Nachhallzeit von 0,2 Sekunden haben. Also verdammt tot. Aber so ist es. So soll es sein. Und übrigens, ich habe festgestellt, dass es kein Problem ist, den Sänger nicht zu sehen. Ach, und das Sofa ist aktuell auch einfach noch ein Absorber. Aber es ist sehr bequem. Genau, wie schon im Video gesagt, es sind aktuell 40 dB vom Flur in die ISO. Und das ist, finde ich, verdammt viel, weil alles kommt jetzt nur noch durch die Tür in den Aufnahmeraum und dann durch das nicht existente Fenster und die nicht existente Tür. Die kommt noch. Aber ich habe mich dafür entschieden, erstmal Raumakustik zu machen, weil ich feststelle, dass viele Leute es total geil finden, in diesem kleinen Kapuff zu sitzen. Und ich hatte letztens, oder zu stehen, ich hatte letztens, jetzt vor ein paar Tagen, eine Session drin, und war überrascht, wie cool ich das finde, den Sänger nicht zu sehen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich die Fressen nicht sehen will oder so, sondern die Emotion zu hören und sie nicht zu sehen. Weil ich erinnere mich an ein Recording, wo ich beim Mixing dann gedacht habe, das wurde irgendwie emotionaler eingesungen, aber ich habe es gesehen und nicht gehört und jetzt höre ich es nur noch. Und dieses bisschen sehen, ob der Sänger fertig ist oder nicht, meine Güte, das kriegt man schon hin. Das akustische Prinzip des Ganzen, ich packe jetzt auch noch ein paar Renderings von Vikustik hier rein, wie das nachher ausschauen soll, ist, das wird ein toter Raum. Das 0,2 Millisekunden Nachhallzeit RT60, das heißt nach 0,2 Millisekunden sind minus 60 dB Schall übrig. Also super, super trocken. Und das soll so sein, das will ich so. Das hat zum einen natürlich damit was zu tun, wie klein dieser Raum ist, aber auch damit, ich will furztrockene Vocals haben oder eine furztrockene Akustikgitarre. Wenn ich das nicht haben will, habe ich immer noch den großen Aufnahmeraum, der nachher mit Diffusoren vollgepackt wird ohne Ende. Ich habe die Option eines 30 Quadratmeter Raums, aber jetzt habe ich auch die Option eines kleinen 2 Quadratmeter furztrocken Kapuff. Und das ist super. Das ist wirklich super. Und ich freue mich, dass dieses Ding endlich am Start ist. Ich halte euch am Laufenden. Als nächstes eben kommen Akustikmodule. Dann kommt die Tür. Dann natürlich Tapete und Farbe. Das mache ich aber erst, wenn die Tür drin ist, weil nachher habe ich mich vermessen und muss dann nochmal irgendwas. Ihr wisst, wie sowas läuft. Und dann halt das ganze Gekabel und Zeug. Das wird auch nochmal ein ganzer Akt, die Kabel hier durch den Kabelkanal, der schon liegt, da durchzulegen, das dann wieder mit Bauschaum auszufüllen, dass da kein Schall rüberkommt und genau. Das ist der aktuelle Stand dieser Gesangskabine. War sehr viel Arbeit, hat sehr viel Spaß gemacht trotzdem und ich bin sehr, sehr happy mit dem Ergebnis. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie das weitergeht. Wie gesagt, die Akustikmodule, ich denke, ich mache das noch dieses Jahr. Werde ich auch gerne ein Video drüber machen. Und dann geht's weiter. Genau, mit diesem wunderbaren Slow-Progress-Studio-Ausbau. Es ist ja immer alles komplett funktionstüchtig, das ist das Schöne. Ich mache das ja nicht, weil irgendwas nicht funktioniert, sondern weil ich was besser machen will. So, vielen, vielen Dank fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal und irgendwann gibt es dann auch wieder das nächste Bau-Update, hoffentlich bald. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, tschüss mit Öss.